Deutschlandfunk, Spielweisen, Anspiel. Die Musik von Johann Sebastian Bach ist rund 300 Jahre alt. Trotzdem hat sie für viele Menschen auch im 21. Jahrhundert noch eine ganz besondere Bedeutung. Und wie gesagt, gerade in den letzten Wochen und Monaten habe ich den Eindruck bekommen, dass wirklich vermehrt Bach-Alben erschienen sind. Und das alleine finde ich schon bemerkenswert, denn das ist gerade Bach ist, auf den sich die Musikerinnen und Musiker zurückbesinnen, also eine Musik, die schon so alt ist und nicht beispielsweise etwas, was moderner ist oder beispielsweise Offenbach, der in einer Zeit gelebt hat, als zwei Pandemien über das Leben, über die Erde gerauscht sind, sondern es ist Bach, also 300 Jahre gehen die Musikerinnen und Musiker zurück in der Musikgeschichte. Also was macht diese Musik für uns heute so aktuell, gerade im Zeitalter der Pandemie? Die Pianistin, Organistin und Bach-Vermittlerin Ann-Helena Schlüter setzt sich genau mit dieser Frage seit vielen Jahren auseinander. Und Hanna Schmidt hat mit ihr gesprochen. Die Pandemie hat das Leben auf den Kopf gestellt. Existenzängste, Vereinsamung, Langeweile, Stress oder Trauer sind so präsent wie selten zuvor. Und immer zwingender wird die Frage nach dem, was Menschen durch eine solche Situation hindurch tragen kann. Was wäre das, wenn nicht Musik? Und zwar die von, Sie ahnen es, Johann Sebastian Bach. Zwar gilt er nicht gerade als emotionaler Künstler, im Gegenteil. Seine Musik wird häufig als verkopft wahrgenommen und mit wenig Bezug zu einer modernen Welt. Doch die Pianistin, Organistin und Bach-Vermittlerin Ann-Helena Schlüter sieht das anders. Genau diese Musik habe das Potenzial, in Zeiten wie dieser zu einer vielfachen Quelle von Zuversicht zu werden. Die Spiritualität in Bachs Musik hat auch viel damit zu tun, dass er weiß, dass das Leben endlich ist, dass er weiß, dass es was danach geben muss. Der deutet in seiner Musik immer darauf hin, auf etwas weiter Entferntes, auf Ewigkeit, finde ich. Und das merkt man auch an der Auswahl der Texte, wenn er welche genommen hat, welche er ausgewählt hat. Irgendwie muss er gewusst haben, wir gehen alle am Ende wohin. Und so folgen 5 Werke aus Bachs großem Oeuvre und ihr Bezug zur Pandemie. Erstens, Momente der Trauer. D-Moll Partita gilt als eines der tiefgründigsten Werke, die Johann Sebastian Bach je komponiert hat. Die mitschwingende Trauer ist hier nur ein Affekt, der sich immer wieder harmonisch aufhält. Hochkomplex, als Variationensuite komponiert, klingt die Musik jedoch verblüffend simpel. Ungefähr so, als würde man in einer Kathedrale stehen mit unglaublich vielen Gewölben oder ein unglaublich tolles Gedicht lesen, wo man sich denkt, so ist es. Und es hat jemand unfassbar gut in Worte gefasst. Und es ist trotzdem einfach vor allem eines, wunderschön. Und dann trifft das so zusammen, nämlich die Schönheit, dass man berührt wird, die Wahrheit, dass man spürt, dass damit kann ich mich identifizieren, dass das stimmt irgendwie und dass jemand das in eine unglaublich schöne Form gesetzt hat. Zweitens, einsame Momente. In
In seinem italienischen Konzert imitiert Bach das Zusammenspiel eines Soloinstruments mit einem Orchester, indem er die unterschiedlichen Klangfarben der beiden Cembalo-Manuale einander gegenüberstellt. Die Interpretin sitzt also alleine auf der Bühne, spielt aber eine Musik, in der mehrere Partner miteinander kommunizieren. Allein, aber nicht einsam. Drittens, Überforderung. Bach hat ja so diese Art, dass er gerade in seinen Fugen, dass da immer so eine Botschaft durchläuft. Da läuft immer etwas ganz, ganz gleichmäßig und klar strukturiert durch. Und drüber und drunter sind dann ganz viele lebendige künstlerische Stimmen, die da herumschwirren. Aber die Botschaft ist immer irgendwie da in der Mitte. Und dann verdichtet sich das zu einer Art Höhepunkt und mit einer wunderschönen Coda lässt er das Ganze dann so ausfällen. Also ich finde, die Art, wie er das macht, sagt schon auch viel aus, wie er das Leben sieht oder wie man das Leben sehen kann. Viertens, Momente der Langeweile. Welches Werk könnte langweiligen Momenten effektiver entgegenwirken als die Kunst der Fuge? Bach schrieb es auf dem Totenbett, fast blind und schon sehr schwach. Er schuf in diesem Zustand eines der bewunderten Meisterwerke der Kontrapunktik. Hörend erscheint die Musik kaum komplexer als andere Bach-Werke zu sein, doch fordert sie den Geist noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Fünftens, Hoffnung. Auch die Goldberg-Variationen gelten als eines der unübertroffenen Meisterwerke. So planvoll und streng, wie die Variationen gebaut sind, so unterschiedlich sind die Charaktere der einzelnen Sätze. Aus einem einzigen schlichten Thema in der Aria entwickelt Bach ein Universum an Möglichkeiten und möglichen guten Ausgängen. Dieses Fokussierte in seiner Musik, das tut einem schon gut. Man merkt auch, dass er das gefunden hat, was er finden wollte. Seine Musik hat gefunden, hat so ein bisschen den Sinn des Lebens gefunden. Vielleicht kann Bachs Musik wirklich für den einen oder die andere eine Stütze sein. Für Ann-Helena Schlüter ist sie es allemal. Also ich finde, seine Musik ist zeitlos. Das heißt, auch ich jetzt 2021 in einer völlig anderen Welt bin total begeistert von seiner Musik. Und sie ist natürlich in gewisser Weise vielleicht intellektuell, aber nicht auf eine überhebliche Art und Weise. Er verbindet dieses kluge, genial begabte mit etwas so Warmherzigen und Demütigen, was ich von anderen Komponisten, von keinem anderen Komponisten kenne. Deutschlandfunk, Spielweisen, Anspiel.